Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Roland Holzer und in diesem Video geht es um Parabeln, wie man sie aufstellt mit Hilfe der Scheitelform. Wenn wir eine Parabel suchen und wir haben den Scheitel gegeben, wie hier den Scheitel bei S1-2 und zusätzlich den Öffnungsfaktor a, dann haben wir drei Dinge gegeben, nämlich das Scheitel x, hier 1, das Scheitel y, hier minus 2 und den Öffnungsfaktor a gleich 2. Wenn wir uns jetzt die Scheitelform nochmal ins Gedächtnis rufen, die ja lautet f von x gleich a mal x minus xs in Klammern zum Quadrat plus ys, dann sehen wir hier, dass wir hier ja auch ein a haben, ein xs und ein ys. Und jetzt können wir diese Werte, die wir gegeben haben, einfach einsetzen. Also wir setzen für a die 2 ein, weil das der Öffnungsfaktor ist. Wir schreiben das x und das Minus ab und für xs setzen wir das x des Scheitels ein, das ist 1, dann Klammer zu hoch 2 und dann eben plus das ys. Und statt plus minus 2 hinten zu schreiben, kann man natürlich auch minus 2 schreiben. Etwas komplizierter wird es, wenn man nicht den Öffnungsfaktor direkt gegeben hat, sondern zum Scheitel noch einen zweiten Punkt. Also, wenn wir einen Graph von f haben, der den Scheitel bei 1-3 hat und durch den Punkt minus 1-minus 2 geht, dann haben wir jetzt wieder vom Scheitelpunkt das x gegeben, vom Scheitelpunkt das y gegeben und wir haben zusätzlich noch für den x-Wert minus 1 den Funktionswert gegeben, nämlich die 2. Und mit der Scheitelform können wir jetzt mal anfangen zum Einsetzen. Wir wissen, xs kennen wir, das ist 1. Und ys kennen wir auch, ist 3. Nur a haben wir jetzt nicht. Aber wir haben einen Punkt. Und diesen x- und y-Wert des Punktes können wir einsetzen. Nämlich für x können wir minus 1 einsetzen und für f von x können wir den zugehörigen y-Wert, nämlich 2, einsetzen. Und wir erhalten dann, wenn wir x durch minus 1 ersetzen und f von x durch 2, diese Gleichung. Und hier haben wir jetzt eine Gleichung, eine unbekannte, die können wir lösen. Also wir formen einfach um. In der Klammer steht minus 1, minus 1, also minus 1 und noch 1 weniger ist minus 2. Und das quadrieren wir, dann erhalten wir 4. Jetzt haben wir nur noch a mal 4 plus 3 auf der rechten Seite. Wir wollen a alleine haben, also ziehen wir 3 ab. Wenn wir auf beiden Seiten 3 abziehen, habe ich minus 1 gleich a mal 4. Jetzt muss ich noch durch 4 teilen und erhalte minus 1 Viertel ist a. Oder eben andersrum, a gleich minus 1 Viertel. Jetzt haben wir also a bestimmt. Und damit können wir in unsere Scheitelform, in die wir 1 und 3 schon eingesetzt haben, das a jetzt auch einsetzen und erhalten minus 1 Viertel und dann in Klammern x minus 1 in Klammern zum Quadrat plus 3. Fertig. Machen wir noch ein Beispiel dazu. Wir haben nochmal einen Scheitel bei minus 2-3 und einen Punkt hier bei 4--1. Wir nehmen die Scheitelform hier und setzen jetzt diese ganzen Sachen ein. Also für das Scheitel x, also xs ist minus 2, ys ist 3 und diese minus 2 mit dem Minus davor können wir natürlich noch zusammenfassen zu einem plus 2. Und jetzt setzen wir wieder den Punkt ein, nämlich 4 für x und für f von 4 können wir minus 1 einsetzen und erhalten diese Gleichung. Also wir setzen den x-Wert des Punktes für x ein, den y-Wert des Punktes für f von x und für Scheitel x den x-Wert des Scheitels, die minus 2 und für das ys den y-Wert des Scheitels. Jetzt haben wir wieder eine Gleichung, können das ausrechnen. Erstmal die Klammer, 4 plus 2 macht 6, 6 im Quadrat ist 36. Jetzt bringen wir erst die 3 mit Minus rüber. Minus 1, minus 3 macht minus 4 und jetzt teilen wir das durch 36. Das gibt minus 4 36stel oder wir kürzen und haben dann minus 1 Neuntel für a. In die Scheitelform können wir das jetzt einsetzen
Und wir erhalten, wenn wir den Scheitel eingesetzt haben und diesen Öffnungsfaktor minus ein Neuntel, die komplette Parabelgleichung. Ich hoffe, das hat geholfen und ich bedanke mich fürs Zusehen.